Also wissen Sie, was ich meine? Kennen Sie sowas? Du sagst irgendwas und das Erste, was dir dann wummsvolle Kanne wieder zurückschmettert, ist, ja, aber. Ja, und da wird, geht erstmal das Gelaber los und da wird gelabert und dann wird grababert, gelabert, grababert, was das Zeug hält, oder? Ich habe übrigens einen Namen für diese Menschen gefunden. Bei mir heißen die nur noch Rhabarber. Also hallo, da sitzen wir stundenlang zusammen und am Ende kennen wir das Problem. Wir wissen, wir haben zu wenig Umsatz, wir haben zu wenig Kunden, wir haben zu viel Druck, wir haben zu wenig Zeit, was auch immer. Noch besser, wir wissen, wer schuld ist. Der Markt, der Wettbewerb, das Wetter, der Kunde haben wir auch. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Lösung. Ist doch Hammer, oder? Versuchen Sie doch nachher mal zum Ausgang zu gehen und parallel auf die Bühne zu schauen. Schauen Sie die Bühne an, probieren Sie den Ausgang zu treffen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz haben. Ja? Machen Sie es vielleicht, wenn die anderen schon draußen sind. Probieren Sie es mal. Ich kann Ihnen eins sagen, es wird nicht funktionieren. Geht nicht. Ich kann nicht hierhin schauen und dahin laufen und erwarten, dass ich ankomme. Und genauso ist es halt im Leben. Ich kann nicht die ganze Zeit Probleme fokussieren und Lösungen finden. Geht nicht. Oder ich kann nicht da sitzen und denken, meine Güte, das Leben wird immer härter, der Markt wird immer härter. Und auf der anderen Seite erwarten, dass ich die Chancen, die genauso im Leben sind, die genauso auf dem Markt da sind, dass ich die finde. Das geht nicht. Aber mag es ganz ehrlich, also, weiß ich nicht, würdest du so spät auf deinem Grabstein stehen haben, ich führe ein ziemlich zufriedenes Leben? Nee, oder? Das ist doch Banane. Aber das Ding ist halt eins, wenn ich ziemlich zufrieden fokussiere, werde ich richtig geil nicht bekommen. Das geht nicht.